Willkommen zu einem neuen Splatfest. Heute sind die Themen: Ich mag lieber Katzen oder ich mag lieber Hunde. Ich habe mich für den Hund entschieden, weil, ja, hat jeder seine andere Meinung, aber ich finde irgendwie Hunde besser. Mit denen kann man mehr machen. Und Katzen, die holen kein Stückchen oder so. Deswegen, ich spiele heute mit dem Carbonroller Deko zum Anfang. Der ist jetzt neu, also in Klammern neu, schon ein bisschen länger her, aber im neuesten Update jetzt. Und deswegen spielen wir mit dem. Und Kämpfe werden gesucht. Aber ich meine, dieses Thema Katzen oder Hunde gab es schon bei den Amerikanern. Und dieses Splatfest wurde hier auch verschoben. Was zum Glück bei mir richtig gut war, weil ich war die ganze Woche bis gestern, also Samstag, im Urlaub. Hatte ich eh keine Zeit oder Möglichkeiten, das aufzunehmen. Deswegen, ich kam direkt aus dem Urlaub. Am Sonntag sitze ich jetzt hier und nehme das gerade mal in den letzten Minuten auf. Deswegen war es eigentlich gut, dass es verschoben wurde. Und wie man auch sehen kann, die Arenen sind Kofferfischlager, Bohren sind Nautilus und Moränentürme. Los geht's mit dem ersten Kampf. So, keiner hat einen Roller außer ich, okay. Ja, ich finde den Roller eigentlich sehr cool. Man muss einen zweimal damit treffen, aber erstens kann man viel einfahren, zweitens ist er richtig schnell, also. Und er hat, glaube ich, eine neue Spezialwaffe. Die gab es ja vorher nur im Story-Modus, und zwar die Spürbomben. Also, die hier. Die Spezialattacke sind dann, man kann ganz viele losschicken. Das ist eigentlich meine Lieblings-Bombenart. Und dann auch noch eine Spezialattacke daraus zu machen, das finde ich richtig cool. Hier habe ich jetzt richtig gut getroffen. So. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen schwachsinnig, da auf den zuzurennen. Hätte ich lieber mit den Spürbomben arbeiten müssen. Also vorher gab es, glaube ich, diese Spezialwaffe auch gar nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass hier vorkommt. Endlich. Ich dachte schon, kommt gar nicht mehr. Aber es ist auch schön, dass die neue Spezialattacken noch später hinzufügen. So, hier ist schön viel Orange. Ich glaube, hinter mir ist irgendeiner. Ne. Ach, schade. Ich vertausche mir die Knöpfe R, ZR und R. Deswegen immer, wenn ich die Spezialattacke einsetze, drücke ich immer ZR anstatt R. Das ist immer sehr doof. So. Oh, das war schlecht. Ich wusste gerade nicht, wo der war. Aber ich besiege euch beide noch. Gerade auf 400 Punkte, fast 500. Das geht noch besser. So, den ersten schon mal weggeschätzt. Na, wo ist der zweite hin? Und ich habe das Gefühl, die Spezialattacke wird immer sehr schnell voll. Das ist sehr gut. Ich bin den Weg entlang, die letzten 30 Sekunden. So, das ist schön. Auf den Schluss schaffen. Und das Gute ist, so gesehen kann man den eigentlich mit diesen Roller auch mit einem Schlag töten. Also wenn man so macht, trifft man den.
trifft man sozusagen einmal und dann rollt man auch noch über den, dann trifft man den noch ein zweites Mal gleichzeitig. Das heißt, man drückt einmal auf ZR und dann ist er eigentlich schon tot, weil man den mit dieser, ja, Tintenwelle und dann nochmal mit den Überrollen trifft. Deswegen, eigentlich kann man mit dem auch mit einem Schlag töten. Ja, nicht gewonnen. Aber war ja erstmal zum Einstieg nochmal, hab schon lange nicht mehr gespielt. Ja, trotzdem auf Platz 1. Aber 4 zu 4. Normale Wurf-Fan. So, weiter geht's. Finde ich ein bisschen schade immer, dass dann immer andere Gegner kommen. Das heißt, alles wird nochmal neu gesucht, außer seine eigene Gruppe, glaube ich. Da finde ich ein bisschen doof, weil es dauert dann immer sehr lange. Wenn man selber nicht gegen diesen Gegner spielen will, dann geht man halt selber raus. Aber dass er dann immer andere sind, naja. Ja, jetzt dauert das wieder so lange, ist halt doof. Was habt ihr denn so in den Ferien gemacht? War ja jetzt Herbstferien. Und jeder hat natürlich was anderes gemacht. Manche sind weggefahren, manche sind zu Hause geblieben. Also ich bin in der zweiten Woche weggefahren. Und die erste Woche war ich noch zu Hause, aber sonst war eigentlich das Wetter auch sehr gut. Oh, es geht endlich mal weiter. Moränentürme. Eine große Arena. Okay. Die anderen machen hier ja schon mal überall Tinte hin. Da braucht man nicht selber so viel machen. Jetzt hier mal. Aber dann würde ich sagen, direkt losstürmen. Gar nicht den anderen aufhalten. Wir brauchen ihre Zeit ein bisschen nachkommen. Aha. Oh, ich weiß nicht, ob da einer von hinten kommt. Doch, sieht so aus. Deswegen verstecke ich mich jetzt mal hier. Hä, wieso habt ihr mich denn gesehen? Total unlogisch. Achso, ich habe ja mein T-Shirt nicht an. Hier mit Tintenlinie. Aber trotzdem, dass ich mich da gesehen habe. Ich habe mich ja nicht bewegt. Aber naja. Fand ich schon ein bisschen doof, da ich auch Spezialattacken hatte. Nein! Jetzt ist er nicht richtig gesprungen. Und der ist ganz schlau da oben. So. Okay, jetzt mach ich mal so ein bisschen Tintenwellen. Ah, Mist, der hat so ein L3 irgendwas. Der hat eine richtig weite Reichweite. Ich glaube sogar die weiteste. Da muss ich jetzt mal ein bisschen fliehen. So. Hast mich wohl nicht gesehen. Cool. Sehen wir die auch mal. Die schickt ganz viele Boote los und da kann man eigentlich gar nicht fliehen. Man muss höchstens im richtigen Moment springen, aber das kriegt, glaube ich, keiner hin. So. Nein, wieso denn? Mann. Drei Air-Swapper. Ja, okay, komm ich mal zu dir. Wumm. Der war für mich.
geht's mal bis ganz nach oben. So. Dann schicke ich mal ein bisschen ein paar Boote runter. So. Ah, sogar eingetötet. Ey, cool, der ist da oben lang gefahren. Haha. Hab ich noch nie gesehen. Yeah. Ja, wow, fast ganz oben. Hat nicht mehr viel gefehlt. Und dieses Mal haben wir sogar gewonnen. Das ist doch super. Und erster. Ah, der andere hat auch 4 umgebracht. Und weiter geht's. Na, wo bleiben sie denn wieder? Die Katzen verstecken sich vor den Hunden. Es gibt, glaube ich, auch so einen Film Cats vs. Dogs oder sowas. Und ich meine, da haben die Hunde gewonnen. Bin ich mal gespannt, ob das bei dem Splatfest auch so ist. So, mal gucken. Zwei Airbrush RGs. Aber ich finde die Waffe so mittelmäßig. Also eigentlich richtig gut und so weiter. Aber was verstört sind diese Zinkenminen? Die sind so für so eine starke offensive Waffe nicht so ganz geeignet. Da finde ich, wie gesagt, diese Türbomben bei dem Airbrush MG viel besser. Aber bei Airbrush MG gefällt mir wiederum die Spezialattacke nicht, diese Pinsuke oder so. Damit kann ich null umgehen. Keine Ahnung, was man damit soll. Weil bei manchen Maps, wie wenn ich jetzt hier stehen würde und die einsetzen, bringt die null. Und so kann ich halt aus einer Inferno mit dem Inferno ganz viele Leute treffen, wenn sie sich auch da aufhalten, aber auch mehr einfärben. Immer schade, nicht getroffen. Da geht er hoch. So. Ah, wenigstens den da oben gebracht. Aber wie kann der mich denn töten, wenn der gerade erst kommt? So, ein bisschen unlogisch, aber naja. So, und da sehe ich, ist im Riesengebiet noch nicht eingesperrt. Da. Wesh. Ah. Das hat gerade auch noch dran. So, okay. Als ob. Okay, Luca. Jetzt komme ich. Nee, daraus wird nichts. Hä? Wir können naja. Aber damit beschäftige ich wenigstens einen und die anderen, wenn sie schlau sind, können dann den Rest einfärben immer. Hä, wie kann er mich bitte schnell in der Luft treffen? Das ist total unlogisch. Wo bist du? Ah, da.
Aha. Ja, jetzt kommt der hinten. Yes. Ich komme von der anderen Seite. Bam. Nein, Neumann ist tot. Boah, jetzt. Der hat aber lange durchgehalten. Das war cool. Und Ende. Ja, da habe ich das Gebiet hier doch noch eingenommen. Vielen Dank an meinen Mitspieler. Das war echt gute Teamarbeit. Ja, natürlich verloren, weil ich mich da unten die ganze Zeit nur aufgehalten habe. Aber das war mal ein cooles Battle. So. Und fast sind wir super hochfällig. Noch eine Runde spielen wir. Und ja. Das war schon mal eigentlich ganz schön. Wenn ich jetzt noch gewinne, steht 2-2. Und dann müssen die anderen entscheiden, wie es ausgeht. Mit ihren Kämpfen. Wäre jetzt schön, wenn wir noch das Kofferfischlager bekommen würden. Hätten wir alle drei Maps nochmal durch und alles wäre super. So. Die haben schon ein bisschen Erfahrung mit 26, 28 und 38 und einer mit 17. Gegnerischen Team, die haben schon ein bisschen Splatoon gespielt. Okay. Oh, noch einer mit einem Flexroller und der Gegner hat auch einen. So. Also in den alten Maps, die sind ja sehr klein im Vergleich. Da kann man mit 5 Schritten ist man schon beim Gegner. Irgendwie das Gefühl, die Waffen sind stärker geworden. Woran liegt das? So. Ich habe irgendwo einen Tintentitan gehört. Und da war er. Ne, eine Zensuka. War genauso schlimm. So. Schöner als da einfärben. Ja, 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 ich hab dich schon gesehen. Kann das ja auch einen immer zurückbringen. Ach ja, ist ja doof. Ich komme hier gar nicht voran. Ich springe mal zu meinem Kollegen, weil ich mal von einer anderen Perspektive das hier alles beobachten kann. Und das schickt einen Spürbaum, schicke ich halt direkt wieder zurück. Ach, das war einer, ein Gegner. Ja, da war so ein bisschen unsere Farbe an diesem Flexroller. Dann dachte ich, das wäre unserer. Aber wenn man durch die gegnerische Tinte läuft und sein Flexroller ist selber leer, dann spielt auch ein bisschen die Tinte. Hä? Ich hab mich schon nicht mehr überrollt. Total unlogisch gerade. Sind auch gerade übel zum Rückstand, also bis hier vorne geht das. Yeah. Nächste losschicken. Kick los das Scheißteil. Los. Einer schon mal weg. Und direkt den nächsten hinterher. Der schickt eine. Ja, wie nennt man diese Bombe? Ja, genau. Ja, so kann man auch umgehen mit dieser Waffe. Nee, nee, nee. Bis da vorne. Bang. Richtig cool gemacht. Und den hier auch noch weggefetzt. Jetzt nochmal einmal schön hier durch. Jetzt nochmal in jede Richtung irgendwo hinschießen. Ah, den noch mitgenommen, aber das wird, glaube ich, nichts mehr. Höchstens, wenn jetzt noch alle ein bisschen was machen. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, der wäre auch noch fast gestorben.
Mal gucken, ob das was wird. Ist so. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, ganz knapp. 0,4 mehr. Das war nochmal eine coole Aufholjagd. Sah sehr hoffnungslos für uns aus. Ja, nochmal gerade so geschafft. Also richtig cool. Und volle Kanne. Wurfen. Nicht super Wurfen, sondern volle Kanne kommt erst. So. Dann vielen Dank fürs Angucken und bis zum nächsten Mal.